Die Bundesnotbremse hat einen großen Einfluss auf die Bildungslandschaft in der Region. Durch den neu auferlegten Grenzwert, bei dem Präsenzunterricht ab einer 7-Tages-Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen verboten ist, müssen schon jetzt viele Schulen auf Fernunterricht umstellen. Seit Montag sind demnach die Bildungseinrichtungen im Kreis Main-Koblenz geschlossen. Auch in der Stadt Koblenz gibt es seit Freitag bereits keinen Präsenzunterricht mehr. Die IG Bau Koblenz-Bad Kreuznach fordert besseren Schutz von Erntehelfern in der Pandemie. Nach eigenen Angaben hat die Gewerkschaft zuletzt die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften in der Landwirtschaft angemahnt. Saisonbeschäftigte in der Region, die in der Ernte und Aussaat arbeiteten, würden ein besonders hohes Risiko tragen, an Covid-19 zu erkranken, so IG Bau-Bezirksvorsitzender Walter Schneider. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Sonntagnachmittag bei Dreiskarden gekommen. Nach Angaben der Polizei war eine 78-Jährige mit ihrem Wagen auf der L108 in Richtung Binningen unterwegs, als sie nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Ein dahinterfahrender Motorradfahrer wollte sie dabei auf der linken Seite überholen. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Das Motorrad überschlug sich daraufhin und landete in einem anliegenden Waldstück. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.